Ja, schönen guten Morgen hier aus Weilheim mit diesem schwarzen ID3 Plus Version, also mittlere Version. Und ich habe am Wochenende mir das Video vom Stefan Schwung angeguckt. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich muss hier mal heute auch mal so einen Check machen, genau wie er, ob diese Fehler, die er da entdeckt hat, an meinem Auto auch sind. Haben einige sich gewünscht, damit man nämlich feststellen kann, ob das ein systematischer Fehler ist oder ob nur sein Auto so ein Montagsauto ist. Naja, es sah irgendwie nur so schlimm aus, weil er halt die guten Sachen nicht gezeigt hat, sondern nur die Fehler. Wie bekommt man überhaupt raus, welche Version das hier ist? Ja, einmal an den Reifen. Das sind nämlich hier die 19 Zöller und deshalb ist das vermutlich die mittlere Version. Und dann würde ich immer hier vorne gucken, was für Lichter verbaut sind. Das ist das Matrixlicht. Ja, also dann ist die Kombination, ergibt dann meistens das schon. Und drinnen gucken, ob die Sitze manuell sind. Ja, die sind manuell. Das ist in der Max-Version auch nicht. Das ist nur in den beiden günstigen Versionen. Ansonsten die beiden günstigen Versionen unterscheiden sich dann vorrangig von außen hier am Matrixlicht oder eben nicht Matrixlicht oder vielleicht hinten an den LEDs. So, wir gucken aber auch mal hier die Spaltmaße an. Und so ganz grob, eigentlich in Ordnung. Habe ich aber auch gesehen, dass bei mir das ähnlich ist wie beim Stefan. Ich habe auch Überstände hier. Das hat er, glaube ich, gar nicht so angemeckert. Das habe ich hier auch. Er hat vor allem das hinten gehabt. Das habe ich aber auch. Wenn man hier guckt, das läuft mir hier auch rein und dann kommt es hier raus. Also hier habe ich auch einen Überstand. Das habe ich definitiv. Und ja, hier unten laufen mir die Spalten auch zu. Habe ich also genauso. Was ich übrigens nicht habe, ist das da. Das ist also nicht systembedingt hier. Bei mir ist hier alles in Ordnung. Das habe ich nicht. Das ist alles wunderbar. Kann ich nichts sagen. Ja, ansonsten, man muss auch mal die positiven Aspekte sagen. Es gibt auch viele Spalten, die komplett in Ordnung sind, muss man ehrlich zugeben. Die Abweichungen sind da echt wenig. Ich finde, dass hier die Passform ist super. Und hier tatsächlich, also bei mir ist jetzt auch, dass das hier rausläuft, das Teil. Das sieht man auch richtig. Da ist ein Überstand. Das ist tatsächlich so. Ja, und das hier muss ich auch so sehen. Ansonsten, was war da eigentlich mit seiner Tür? Muss man gerade checken. Hier sein Dinger, das habe ich nicht. Also das ist bei mir komplett in Ordnung. Bisschen wenig Kontrast hier. Ja, also das liegt bei mir super an. Klar, wenn das im ungünstigen Moment zugemacht wird, dann habe ich da irgendwie auch einen Fehler dran. Und was ich auch entdeckt habe, tatsächlich, ist das hier, obwohl er das so dramatisch dargestellt hat. Also wenn ich jetzt hier so reingucke in den Fußraum, sieht er eigentlich noch komplett in Ordnung aus. Wenn man jetzt dann näher kommt, tatsächlich, da ist der OBD-Stecker und dann hier hinten hört es auf und man guckt in die Eingeweide. Ist aber gar nicht so schlimm. Also das ist so die normale Sichtweise. Da hinten sieht es auch nicht so super toll aus, das gebe ich zu. Ja, aber normal sieht man das so nicht, dass jetzt hier komplett was fehlt. Ja, hinter dem OBD-Stecker, dass sich da die Eingeweide dann und die Kabel zeigen. Na, der Stecker ist übrigens hier auch ungeschützt. Und hier drunter befinden sich, ich gehe es ab, ja, Sicherungen. Na, da muss man mal die Sicherung suchen von dem komischen Fußgängerwarnsignal. Nee, auf keinen Fall, Leute. Ja, also, so sieht das hier aus. Ist auch alles etwas einfacher gemacht. Funktioniert aber. Große Frage, Leute. OBD2. Hat schon jemand ein Programm, wo man mit dem ID3 hier was Vernünftiges auslesen kann? Wäre ich gern dran interessiert. So, das waren mal so die Sachen, die so entdeckt wurden. Finde auch viele andere Sachen sehen hier eigentlich wunderbar aus. Hatte hier vorne auch so ein bisschen was, das hatte ich auch schon gesehen. Bei mir passt die Motorhaube eigentlich ganz gut. Die Spalten sind nicht immer gleich. Hier habe ich auch so einen Absatz dran. Das ist hier Dreck. Das sehe ich auch so. Deshalb denke ich auch, dass die alle so sind, so wie es der Stefan gezeigt hat. Vom Roboter gebaut sozusagen. Und deshalb das immer so ist und dass das auch nicht nachjustiert werden kann, vermutlich. Oder niemand sich die Mühe macht, das weiß ich nicht. Bei Tesla war es am Anfang auch so. Die haben dann auf manuell umgestellt und hat es besser funktioniert. Weiß nicht, ob da VW noch dran ist und da was machen will. Diese Übergänge, die werden vermutlich nicht dann viel besser gemacht werden können. Hier hat man schon den Eindruck, da ist ein bisschen Luft hier unten, da könnte man das ein bisschen ausgleichen.
Und hier habe ich auch immer, ich weiß nicht, wie das sein soll. Das soll hier wohl so sein. Ja, manche Sachen sollen ja auch so sein. Andere vermutlich nicht. Ich habe jetzt das Glasdach nicht drin, da kann ich also nicht gucken. Das war immer so eine kritische Sache bei Tesla. Das müssten nochmal die Leute, die eine Max-Version haben, checken. Habe ich jetzt hier nicht. Ansonsten die Scheiben, hatte ich jetzt so einen Eindruck, sind alle einwandfrei drin. Da habe ich auch nichts festgestellt, dass da irgendwas ist. Ich habe mir das aber, wie gesagt, und bei dem schwarzen Modell sieht man es auch nicht so richtig angeguckt. Ich hoffe, das reicht euch mal so auf den ersten Blick in dem Vergleich. Was vorne soll ich noch reingucken? Okay, vorne reingucken. Jetzt muss mir aber einer sagen, ob er eine Wärmepumpe sieht übrigens. Hier drin oder ob ich gar keine habe. Wer kann mir das sagen? Was war hier das Problem? Da waren hier hinten solche Raupen. Die habe ich auch. Seht ihr hier? Reste überlackiert. Da hinten sind die und hier vorne auch. Das habe ich also auch, nur in schwarz. Auch hier. Das ist auch systembedingt. Also sie sind in gleicher, schlechter Qualität, wenn man so will. Auch das hier habe ich natürlich. Das stört mich jetzt aber nicht. Uns hat eher so gestört, dass man hier etwas scharfkantig unterwegs ist, da in dem Bereich. Da hätte ich mir gewünscht, dass da noch ein bisschen besser das da entgratet ist oder irgendein Schutz dran ist. Das ganze Ding ist natürlich hier absolut trivial gemacht hier. Ja, da hat es halt nicht mehr gereicht dann für was Teureres. Ein bisschen schade. So. Aber wie gesagt, bei dem Schwarzen sieht man hier schlecht was. Da hinten sind noch Okay-Kleber, Qualitätskleber. Auch hier bei mir ist ja interessant, überall so Kleber noch dran. Das sollte auch nicht unbedingt sein. Was habe ich denn hier für Sachen? Das weiß ich auch nicht. Fehlt mir da was? Ich müsste es tatsächlich mal den Motorraum hier vorne im Motorraum vergleichen mit dem anderen Auto, was ich schon hatte. Dann kann man irgendwie sagen, ob es hier einen Unterschied hat. Das war's aber jetzt. Soweit mal der Qualitätscheck hier an meinem Auto im Vergleich zum Stefan Schwung. Ja, das ist schön.